Ein chaotisches Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Splatoon 2 Ranked. Ja, ich habe drei Neuerungen zu verkündigen. Erstens, wir spielen Splatoon wieder. Also nicht Octo Expansion oder Splatfest, sondern Splatoon, das einzig wahre, das Spiel heißt. Nicht Samurai oder sowas. Was ist Samurai? Splatfest oder halt Octo Expansion, sondern halt online. Dazu wieder. Langer Zeit. Und nach ewig langer Zeit auch mal wieder alleine. Ja, ich habe sehr, sehr lange auch nicht mehr alleine gespielt. Obwohl ich schon mal ein Part aufgenommen hatte, wo ich alleine gespielt habe. Aber ich aber nicht mehr hochgeladen. Und die dritte Neuerung, wir spielen Ranked. Unter den ganzen Part. Nicht nur irgendwie am Ende des Parts, sondern den ganzen Part Ranked. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, einfach weil ich sehen möchte, wie es bei euch ankommt. Und dass ihr auch immer meine Rages sehen könnt. Die ich, glaube ich, dann bald verkünden werde. Aber das Gute ist, ich glaube, ich werde nicht so krass ragen, weil ich nicht so oft. Also ich bin, glaube ich, am Pokémon am schlechtesten von allen, außer Muschelkaus halt. Aber juckt mich erstmal noch nicht so krass. Ey, das kann nicht wahr sein. Da kommen schon die ersten Rages ein. Weil am meisten habe ich in der Herrschaft gestruggelt. Okay, aber jetzt muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. In dem Part erwartet nicht so viel auf Commentary. Weil ich muss mich wirklich konzentrieren. Und ja. Alter, was hast du denn hier für eine Reichweite? Aber ja, erwartet wirklich viele Rages. Obwohl ich gerade gesagt habe, dass keine Rages kommen werden. Aber ich habe ja auch am Anfang ganz gelabert. Und ich glaube, es werden doch Rages kommen. Also dann werdet ihr jetzt hier den wahren Chaos kennenlernen auf jeden Fall. Und ich werde nicht irgendwie so tun, als würde ich ragen. Das sind dann wirklich richtige Rages. Jetzt kann ich warten. Das kann ich! Alter, der ist einmal weggegangen und... Boah, ey, Alter. Ey, das kotzt mich ja schon wieder an. Jetzt sterbe ich, oder? Okay. Und Herrschaft habe ich auch schon richtig geraged davor. Weil ich habe immer meine Ranked-Session am Wochenende jetzt. Jetzt nehme ich nach der Ranked-Session auf, weil ich will sie unbedingt nicht verpassen immer. Aber ich glaube, wir werden in dem Part sehr oft verlieren, weil ich auch in den Aufnahmen natürlich schlechter bin. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es laufen wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ja. Wir sind alle tot, das ist natürlich auch stark. Wo kam der jetzt her? Aber der Tunkelmanöver-Modus juckt mich auch gerade nicht so heftig. Weil es ist ja keine Rank-Session bei mir mehr. Von daher ist es mir gerade eigentlich egal. Als ob das ein Kret, ey. Als ob da so eine Reichweite... Ach, okay, das ist ein 96er. Ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre die andere, die weniger Reichweite hat. Ey, die pushen so krass. Die pushen halt so krass, ey. Ey, nee, das ist halt gar keine Chance, ey. Aber Tunkelmann ist halt der Modus, wo man wirklich am schwersten, wo man wirklich am längsten Chaosig braucht, finde ich. Sogar Muschelchaos finde ich sogar leichter. Aber weil man die... Okay, er ist noch gestorben. Aber weil man die Geschwindigkeit des Turms nicht bestimmen kann, wie bei Gold... Also, es ist einfach so wie Goldfisch, nur halt... Ja, man kann halt den Turm nicht die Geschwindigkeit bestimmen. Und deswegen ist auch eigentlich Goldfisch besser. Okay, der ist tot, nice. Ich hoffe aber nicht, dass es lenken wird. Das Krasse ist, ich habe sehr, sehr wenig Verbindungsabbrüche mittlerweile. Also das ist schon beeindruckend, finde ich, für mich, für meine Verhältnisse. Okay. Es sind noch 35 Sekunden auf der Uhr und sind schon bei 7. Also wenn wir das noch schaffen, das wäre übelst krank eigentlich. Ich bin noch tot. Alter. Das wäre eigentlich sehr, sehr krass. Thema habe ich nicht, aber ist auch klar. Ich kann eh nicht über Themen reden.
Von daher genießt einfach hier das Gameplay. Und ja. Okay, der hat. Nice. Ey, hallo? Der war tot und hat noch geschossen. Lächerlich, okay. Aber ich bin noch am Leben. Das war's jetzt, das war's jetzt. Ja, das war's jetzt. Da musste ich jetzt runter. Da musste ich jetzt runter. Aber die hatten noch so. Die hatten, glaube ich, sogar zwei Kalligraphen oder sowas, ne? Zwei Pinsel. Könnte sein. Geil! Der Part geht schon mal mit einer Niederlage los. Das feiere ich. Aber ich glaube, es wird auch so weitergehen. Einfach weil, wie gesagt, ich bin einfach bei den Aufnahmen viel schlechter. Also. Ihr werdet, glaube ich, niemals sehen, wie ich wirklich tryharde. Ey, der 22. Die haben beide. WTF, die haben beide 22 Kills, ey. Die 96er und der Pinsel. Alles klar. Komplett geisteskrank. Oh, Backfischstation. Ich glaube, das ist sogar besser. Als Permutagony. Okay, wir haben ein Blaster im Team. Die haben ein Turboblaster im Team. Und dann habe ich gerade gesehen, die haben Flexroller. Ich wollte gerade sagen, ich hab's auch richtig gesehen, dass die Flexroller haben. Nee. Ey, komm, der ist schon fast tot. Der war fast tot. Weiß ich. Immer wenn ich aufnehme, dann kann ich irgendwie nicht. Meine Rage ist. Ich kann irgendwie nicht ernsthaft ragen. So. Keine Ahnung, ich nehme das immer als Humor, aber. Weiß auch nicht warum. Also, ich weiß nicht warum, aber ich kann in Aufnahmen einfach nicht so richtig ragen. Das ist so richtig komisch. Das klingt richtig dumm. Aber. Aber es ist ja irgendwie so, keine Ahnung. Okay. Wir gewinnen. Der stirbt einfach so, alles klar. Ah ja. Ah ja, okay. Aber er wartet wirklich kein Skill, also es ist halt wirklich purer Rage-Part nur. Ja. Und ich glaube, Siege wird es, glaube ich, auch nicht geben. Also ich warte. Bubble auf jeden Fall am Start. Ich erwarte wirklich keine Siege. Es ist wirklich absolut nicht. Also ein Sieg würde mich schon freuen in diesem Part. Das ist wirklich das Mindeste, was ich noch erreichen möchte. Und das sind schon niedrige Ansprüche, ich weiß. Aber es ist halt etwas so. Keine Ahnung. Warum nimmt niemand den Turm, obwohl so viele Leute sterben? Okay. Okay. Und dem ist ein scheiß Insta-Bomb mehr. Was? Hä? Da war doch kein Flexroller. Wie hat der mich geflext? Hat der mich wieder gekillt? Kommst du vor, als wäre es einfach Liga, ey. Weil ich so lange keinen Rank mehr aufgenommen habe. Und deswegen nehme ich auch das Ganze nicht so ernst. Geiler Jump auf jeden Fall. Bester Jump des Lebens. Hat sehr viel gebracht. Oh, aber es regt so auf, ey. Es regt so auf. Weißt du? Ha! Ich bin noch am Leben. Alles gut, ich bin noch am Leben. Alles gut. Nimm doch den Turm, Alter. Warum nimmt niemand den Turm? Das ist doch unfassbar. Wie ist denn der so schnell da hingekommen? Wir kommen da einfach bei dieser scheiß Stelle nicht durch. Das ist so. Mann. Da kann man halt so super abcampen. Okay, diese Stelle hier. Kann man halt so easy abcampen. What the hell? Okay. Aber ich hoffe einfach mal. Mein Ziel ist wirklich, den Rang nicht zu verlieren, ey. Aber ich glaube, 4 Matches sollten eigentlich schon reichen. Oder 3 Matches. Dann habe ich wenigstens einen Riss noch bekommen. Wow.
Wow, der Turbo Blaster. Stark. Das ist unfassbar. Warum sind die denn nicht schon hier? Was machen denn meine Mates, ey? Was machen meine Mates? Wo sind die denn alle? Das kann nicht wahr sein. Das Ding ist halt, wenn die Teammates nicht kommen, dann hat man wirklich verkackt. So, das ist so ein Sprichwort, ey. Da haben einen wirklich verkackt direkt. Und warum? Ich verstehe es nie. Warum punkten die richtig krass? Aber wir nicht. Warum kommen die durch diese Stelle da durch, aber wir nicht? Weil die besser sind. Ja, das kann der Grund sein wahrscheinlich. Ja, direkt verloren. Stark, Alter. Nächstes Match verloren. Super. Ich glaube, eine Match noch und dann soll die Aufnahme schon wieder passen. Ey, das ist doch zum Kotzen. Das ist doch zum Kotzen. Ist der erste Riss erst da? Ich glaube schon. Einer hat 18 Kills gemacht, ey. Von unserem Team. Nein, der erste Riss ist immer noch nicht da. Als ob. Aber nach dem nächsten Kampf wird safe der erste Riss kommen. Und ja, ich predikte schon, dass wir verlieren. Also, es ist halt. Man. Next round. Und wahrscheinlich auch schon die letzte Runde. Ich will die Folge echt nicht so anhalten. Deswegen wird, glaube ich, nach dem. Oh, wir haben Türkis, nice. Dann wird, glaube ich, nach dem Match die. Ein paar beendet. Und komm, wenigstens ein Sieg noch. Das wäre wenigstens gut, ey. Sonst kann ich halt wirklich den Part irgendwie so purer Rage oder sowas nennen. Warum? Warum ist er nicht gestorben? Warum? Ich habe ihn so oft angeredet, aber er ist einfach nicht gestorben. Hagel, wir haben Start einfach. Gib Ulti. Danke. Ah, ja, okay. Mhm. Ich hab direkt Ulti aktiviert und ich bin direkt gestorben. Krass. Ja, meine Team sterben auch. Ja, alle gestorben. Sehr schön. Ah, der eine lebt noch. Okay. Ich glaube mal zu ihm. Meine hat gerade richtig geregelt gerade, also. Come on. Eigentlich voll gut, der Typ. Ist das schon der zweite Hagel? Splatling, wo will er dienen, bitte? Aber ich sehe, dass die Gegner, glaube ich, nicht so. Ich sag gar nichts. Weil die punkten jetzt. Okay. Noch einer. Okay, da ist er. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ich weiß nicht, ob die Ulti was bringt. Ich hasse diese Stelle, ey. Bei dieser Map hasse ich diese Stelle so sehr, wo man da oben einfach so easy campen kann und einfach so anspritzen kann. Das ist so scheiße. Und ich sag so, die Map ist gut für Tonkommando. Mhm. Wahrscheinlich ist sie gut, ey. Aber ich komplett vergessen, dass es diese Stelle noch gibt, ey. So, jetzt sind aber drei Tote. Jetzt können wir den Check mal noch machen. Nein, können wir nicht, weil da wieder einer campt, ey. Das ist so typisch. Macht endlich den Checkmann fertig. Ich will diese Stelle nie wiedersehen. Nein, nein, natürlich nicht den Checkpoint fertig. Ist natürlich klar. Ich verstehe immer nicht, wie die Gegner es machen und wir immer nicht. Das ist so. Es ist so unlogisch irgendwie. Und wie bin ich jetzt in der Luft gestorben, Alter? WTF. Ach, die Splatling. Ja, wahrscheinlich war es die Splatling. Mhm. Macht absolut Sinn, dass es die Splatling war. Ach, und wir sind wieder alle tot. Sehr schön. Geiles Match. Ja, wir wissen, dass du tot bist. Alle wissen das schon. Und ich bin mich auch schon tot. Und niemand in den Turm. Warum nimmt niemand den Turm? Ich versteh's nicht.
Als ob da noch eine Insta-Bombe war, wahrscheinlich. Komm. Ja, als ob der mich noch kriegt, ey. Mach den wenigstens tot, please. Ey, der ist doch schon fast tot, please. Nein, die killen ihn natürlich nicht. Stark. Ach, das ist doch so lächerlich, ey. Als ob, ich habe so viel angeredet, aber niemand ist gestorben. Niemand ist gestorben. Okay, jetzt komm, wipe, komm. Jetzt jumpen. Sofort jumpen. Und ich sterbe instant, ne? Ich sterbe instant, wo ich jumpe, ne? Nein, ich bin okay, okay. Double kill. Und instant tot. Geil, feier ich. Ah, was ist denn das? Die kämen da alle oben, ey. Als ob ich niemanden mit getroffen habe mit der Haftbombe. Herr WTF. Nein, ich dachte, ich kriege ihn noch. Scheiße. Was? Wie, was? Jetzt schon wieder die Splatlink. Wie? Ich dachte, der Feindesperse hat mich wieder. Wie macht denn das jetzt, das Splatlink überhaupt? Die schießt doch safe durch Wände oder sowas. Das kann doch nicht sein, dass sie mich wieder gekillt hat. Und du stirbst erstmal noch. Danke. So. Wo ist hier noch einer? Ja, das war's jetzt schon. Das war's. Ah, wenigstens ein Mensch noch gewonnen. Ah, wenigstens einmal noch gewonnen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut. Damit sage ich mal, das war's mit dem heutigen Part. Von Sims 2. Ich war sogar mit einem Kill am schlechtesten von allen. Geile Sache, perfekt. Wenigstens noch einen Sieg rausgeholt. Wir haben wenigstens noch keinen Riss bekommen durch zwei Niederlagen. Habe ich mich wirklich gewundert, warum. Also ist noch alles gut gegangen. Damit würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Part von Splatoon 2 Rank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das noch öfter bringen soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich werde nicht sowas wie Road to Rank X oder sowas machen. Das werde ich bestimmt nicht machen. Das mache ich privat auf jeden Fall. Weil in Aufnahmen werde ich das, glaube ich, nicht erreichen. Aber so aus Spaß kann ich mal vielleicht so ein bisschen Rank spielen. Vor allem, wenn ich dann X-Rang erreicht habe, wird es, glaube ich, sehr, sehr geil werden. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann, ne? Und ciao.